Moin Moin, wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und es ist mal wieder Hashtag Hobbyoffensive Zeit. Ja, was soll ich sagen? Der Panzer ist leider nicht weitergekommen, aber ihr kennt das ja mit meinen Zeitproblemen. Ich habe aber dafür fleißig an der Fabrik weitergebastelt. Ihr entsinnt euch, das war diese Geschichte hier. Und ich hatte vor, dieses Gebäude als erstes zu bauen, also quasi jetzt erstmal diesen Abschnitt, das Bürogebäude noch nicht, das kommt als nächstes, halt die Rampe und die Lagerhalle. Da wollte ich mal mit anfangen und da habe ich jetzt wenigstens, habe ich schon mal geschafft, die Sachen zu schneiden und schon ein bisschen Struktur reinzubauen. Was heißt zu bauen? Reinzuschneiden. Und ja, es sieht aus wie folgt. Das ist neu, die Treppe an der Seite. Ich baue das mal kurz so ein bisschen auseinander, damit ihr auch sehen könnt, wie das hier mal werden wird. Also hier haben wir erstmal die Rampe. Die Rampe hat auch schon eine Struktur. Die ist gemauert, wie ihr seht, rundherum. Wie auf dem Bild. Nochmal kurz das Bild zum Einprägen. Ich hoffe, man sieht das gerade. Ja. Ne? So war das Bild. Und wie gesagt, das ist die Rampe. Dann haben wir hier so ein paar Teile vom Dach, eine Sichtblende. Das hier hatte ich mir überlegt, ob ich das so als Stoßfänger quasi vor die Rampe, wo die LKWs mal rückwärts dran fahren, irgendwie so ein bisschen baue, das weiß ich aber noch nicht. Das müsste dann werden in Holzoptik und halt ein bisschen verwittert. Vielleicht ein ganz netter Effekt, muss ich mal schauen, ob ich das mache. Dann haben wir, hier habe ich auch schon angefangen mit der Struktur, die Frontseite mit den Toren. Und ihr seht, hier ist halt, wie ich das so geplant hatte, der Putz schon ein bisschen abgebröckelt. Und es sind Risse drin und darunter sieht man halt die Backsteine, woraus das gemacht ist. Auch hier unten, da ist wieder irgendein Depp mit der Ameise vorgefahren. Und ja, ihr wundert euch, warum die schweben. Das ist halt folgendem Grund, weil die Rampe ist ja ein massives Stück. Da kommt dieses hier dann so dran. Und dann haben wir hier eine wunderschöne Rampe. Und ja, das passt auch. Das sieht jetzt gerade auf dem Video nur ein bisschen doof aus. Haben wir halt die Rampe mit den Toren. Und ja. Das, denke ich mal, kommt dem, was ich gezeichnet habe, schon recht nahe. Ja, dann haben wir hier noch die restlichen Sachen. Ich habe das alles mit meinem Proxen Thermocutter geschnitten. Ich liebe dieses Ding einfach. Hier haben wir halt die beiden Seitenwände, die kleinen. Und eine Rückwand. Das lange da drunter. Und dann haben wir hier, das habe ich auch schon angefangen, das ist das Dach. Und das ist natürlich schön hier zusammengeflickt. Das wird natürlich noch angemalt. Ihr müsst euch das jetzt als so Wellblech quasi vorstellen. Was dann, also ne, als Holzlatten mit Wellblech da drüber, wo mit Holzlatten dann schon wieder geflickt wurde und halt mit Wellblech nochmal geflickt wurde. Das wird dann halt dementsprechend angemalt. Ja, und im zusammengebauten Zustand sieht das dann wie folgt aus. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, das hält auch einigermaßen, wenn ich das hier zusammentüdel. So. Und natürlich auch dann wieder so. Zack. Dann haben wir hier. Ich muss mal kurz gucken, was ist. Das sieht ein bisschen rundlich aus. Ich glaube, das ist die Rückwand. Schauen wir mal. Bist du die Rückwand? Ja, das sieht doch relativ gut aus. Dann haben wir hier den Zwischenboden quasi. Oder war das Stück einfach über? Ne, das war der Zwischenboden, genau. Den Zwischenboden. Oder ob es die Rückwand war, man weiß es nicht so genau. So, und da drauf kommen hier die Dreiecke. Wie gesagt, das soll ja ein schräges Dach werden, wie wir auf der Zeichnung gesehen haben. Schwuppdiwupp. Und da kommt dann auch schon. Also diese Sichtblende, die kommt dann hier hinter. Ich hoffe, das kriege ich auch noch hin. Zack. Ja, ich hoffe, das hält gleich noch. So, und die ganze Schote kommt dann hier so drauf. Ist jetzt alles ein bisschen lose noch, ne? Und ja, wie gesagt, das hier soll hier vorne eventuell noch dran kommen. Und dann habe ich halt noch die Treppe gebaut. Die, denke ich, ist eigentlich auch ganz cool. Die packe ich daneben, dann können die Modelle da schon hochkrabbeln. Und ja, ich gehe mal eben kurz in der Ansicht etwas tiefer hier. Machen wir es ein bisschen lose und schauen mal, dass wir das ein bisschen. Hallo, Stativ. So, dass wir das hier mal so ein bisschen angucken. Und ja, so sieht das aus. Da kann man dann halt schon erahnen, wie das dann später mal aussehen soll. Würde ich mal behaupten. Vom Maßstab her
Nehmen wir uns hier mal einen unfertigen Necron. Nicht wahr? So. Von der Höhe her sieht das so aus. Wenn er hier steht, also ich denke mal, das mit den Toren ist relativ realistisch. Und die Stufen sind auch groß genug, dass ein Modell da drauf stehen kann mit kleiner Base. Ja. Das ist mein Projekt Hashtag Hobbyoffensive für diesen Monat gewesen. Und für nächsten Monat ist halt klar, da werde ich dann versuchen, die anderen Wände noch fertig zu machen, dass da auch Struktur drauf kommt und werde dann mal versuchen, dass ich die Struktur vielleicht sogar schon mal dann grundiere und ein bisschen anmale. Das kann ich aber noch nicht versprechen, je nachdem, wie weit ich komme, nicht wahr? Und das Dach auf alle Fälle, das werde ich nächste Woche mal, nächste Woche sage ich schon, finde das nächste Mal mal fertig machen. Wie weit ich mit dem Panzer komme, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber im Moment ist mir mehr nach grober Arbeit und deswegen, ja, man soll immer das machen, worauf man Spaß hat, gerade wenn es Freizeit ist, nicht wahr? Und deswegen werde ich auf alle Fälle erstmal das Projekt hier weitermachen und ich denke mal, wenn man das so sieht, und dann den Entwurf dazu sieht, dann kommen wir doch schon relativ nahe dran. Da müssen halt noch die Schilder oben, die Nummern über die Tore und die Tore, die Lamellen von den Toren, also die Rolltore, das ist das Wort, was ich gesucht habe, danke. Und ja, hier ist ja eins kaputt in der Mitte. Da werde ich mal ein bisschen tüdeln. Das hier wird halt auf und zu. Gehen, weiß ich gar nicht, ob ich das auf und zugehend machen kann. Ich weiß es gar nicht. Mal gucken, vielleicht kann ich das magnetisieren, also nicht schieben, aber dass man das halt irgendwie abnehmen kann, dass man die Tore auf und zu machen kann. Das wäre vielleicht auch ganz schick. Das ist eine gute Idee. Da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Mal schauen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Die Idee ist auf alle Fälle schon mal da. Vielleicht. Ja, vielleicht aber auch nicht. Und ich hatte mir gedacht, ich werde auf alle Fälle das Dach abnehmbar machen, also das ganze Element inklusive der Schräge. Und werde das dann so machen, dass man das halt von innen dann auch bespielen kann. Ja, das ist jetzt aber endgültig mein Hashtag Hobbyoffensive-Projekt für den Monat. Was haben wir denn überhaupt? Das war August und jetzt kommt halt September. Wie gesagt, ich werde das weiterbauen. Mal gucken, ob ich den Panzer weiterbauen kann. Und ja, das ist meins. Ich bin gespannt, was ihr so getrieben habt. In diesem Sinne, viel Spaß bei allem, was ihr tut. Lasst gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.